Hallo und willkommen. Als ich letzten Sonntag mal so rumgeguckt habe und gestöbert habe, ob ich nicht mal irgendwo ein paar Videos finde über Atheismus, die wir dann besprechen können in der Sendung, bin ich hier auf ein Video gestoßen und da möchte ich mal kurz drauf reagieren. Das heißt kurz, es wird schon länger, denke ich mal. Und zwar ist das von Time to Refresh, Reaction, ja, und dann geht es irgendwie auf Deutsch weiter, auf Atheist in 10 Minuten Video und dann in Klammern nicht gucken, wenn du Atheist bleiben willst. Seltsam. Gut, also das Fazit vorweg ist ein extrem simples Video. Wobei nicht vierdimensional, nicht dreidimensional und nicht mal zweidimensional gedacht wird, sondern nur alles als ein einziger Punkt erscheint. Die Reaktion von Time to Refresh auf ein Video eines Peter Frahm ist einfach nur, ich glaube an meinen Es gibt nur Gott. einen einzigen Gott Ja, und ich liebe und den das in war es dann diesem auch Gott. schon. Also beschreiben wir Und diesen Gott. Atheisten, naja, die verschwinden halt, sobald eine Gottheit, was immer das auch sein mag, sobald die erscheint. Easy. Kann nicht so schwer sein, oder? Naja, also der Peter Frahm hat ein so 12-Minuten-Video rausgebracht, in dem er drei Fragen von einem Zuschauer beantwortet. Und das lässig und charmant macht und dabei diverse Gottheiten und deren Anhänger durch den Kakao zieht. Logisch und gewürzt mit Beispielen zeigt er, wie absurd die diversen Gottheiten eigentlich sind. Und unser Moslem, der Time to Refresh, der mag das wohl nicht, kann aber wenig ausrichten, weil er ja durch den Islamvirus indoktriniert wurde und daher nicht rational und logisch antworten kann. Also nicht richtig zumindestens. Und daher ist ja auch seine Es gibt lapidare nur einen Antwort, einzigen Gott und ich wir glaube lieben diesen an Gott. Also meinen beschreiben wir einen diesen Gott. Gott. Warum? Naja, weil das eben das Beispiel, das ist das Beispiel, was herangezogen wird, das ihn stört, dass ein Moslem ja 4999 Gottheiten ablehnt und nur eine akzeptiert. Wir alle sagen, alle Theisten glauben, dass Gott barmherzig ist, dass Gott gerecht ist, dass Gott der Wissende ist. Also es gibt auch sehr viele Schnittpunkte. Es gibt nicht so viele Unterschiede. Wenn man herausbekommt, wie und warum er diese 4999 Gottheiten ablehnt, naja, dann hat man bereits die Argumentationsstruktur für die eigene Ablehnung seines Gottes, was dann für alle der 5000 Gottheiten gilt, die wir Menschen so im Laufe der letzten 300.000 Jahre angesammelt und also erfunden haben. Und daher ist es ja auch völlig verständlich, dass die Götter sich ähneln, weil sie, naja, menschenähnliche Züge haben müssen, aber gleichzeitig auch übernatürlich sein müssen. Also allmächtig, allwissend, allbarmherzig. Naja, aber irgendwie dann auch gleichzeitig menschlich und mit menschlichen Emotionen. Eben weil sie ja von Menschen, meist alten Männern, erfunden wurden. Und Time to Refresh, also irgendwie ist der nicht in der Lage, die Punkte wirklich zu verarbeiten. Und, naja, kennt sich nebenher auch im Islam wohl nicht so gut aus. Unser Moslem hier behauptet jedenfalls, es gäbe nur einen Gott. Und Menschen würden lediglich ihre eigene Vorstellung und Beschreibung dafür äußern. Und deswegen sehen die alle anders aus. Das heißt, einerseits sagt er, es gäbe kaum Unterschiede, aber naja, dann doch. Aber es ist ja egal, man soll doch einfach blind glauben. Es gibt nicht so viele Unterschiede. Es gibt auch Unterschiede natürlich, aber nicht viele. Auch wenn es viele wäre, das ist auch egal, das ist doch kein Grund dafür, dass man nicht an Gott glaubt, oder? Finde ich halt irgendwie nicht so logisch. Wie, bitteschön, ist denn Wotan oder Neptun oder Aphrodite, wie sind die denn identisch mit dem Gott des Islam? Wie kann denn der alleinerziehende Gottesvater der Christen identisch sein mit dem Single der Juden, der, anders als der Islamgott, keinen Himmel oder Hölle braucht, um den Anhängern zu imponieren? Wie kann denn ein, so, da muss ich jetzt. Chikunahuehekatl, sorry, wenn ich das falsch ausgesprochen habe, der Gott der Schöpfung der Azteken, identisch sein mit Amaterasu, der obersten Göttin im alten Japan.
Um das zu behaupten, muss das Gehirn schon mächtig abgespeckt sein. Und dieser Gott macht eigentlich alles. Also auch bei den Hindus ist es so, dass sie sagen, es gibt einen einzigen Gott, der steht über allem, sagen sogar sie. Und hier nur als Beispiel, als Gegendarstellung zu seiner Behauptung, dass es im Hinduismus nur einen einzigen Gott geben würde, naja, lässt sich hier bereits das Konzept der Dreieinigkeit erkennen, also als Erschaffung, Entwicklung und Zerstörung. Das ist ganz interessant. Auf jeden Fall, Brahman, also ja, der Oberste, der manifestiert hier zu Ishvara, dem Gott des Universums, der dann in mehreren Erscheinungsformen existiert, sowie der Energie Devi. Das heißt, es gibt da ganz viele Untergötter, also die alle einen eigenen Geltungsbereich haben und alle ihre eigenen Obergötter sind. Also Brahma, der Schöpfer der Welt, Sarasvati, die Göttin der Weisheit, Vishnu, der Erhalter der Welt, Lakshmi, die Glücksgöttin, Rama, der perfekte Liebhaber, Hanuman, der loyale Affengott, Krishna, der blaue Flötenspieler, Shiva, der Zerstörer und gleichzeitig Hersteller des Guten. Und Parvati bzw. Kali Durga, die vielschichtige Gattin Shivas. Naja, und dann halt Ganesha, der elefantenköpfige Sohn Shivas. Das ist alles eine andere Manifestation. Das heißt, eine Vorstellung, naja, die ist nicht gerade das, was wir in der Realität finden. Trotzdem nennt er es wiederholt einen Denkfehler, die vielen Gottheiten zur Kenntnis zu nehmen. Das ist kein Denkfehler. Es ist schon absurd. Er kapiert es nicht und weil er es nicht mental verarbeiten kann, urteilt er über die ursprüngliche Aussage, anstatt mal zu überlegen, ob er sich vielleicht irren könnte. Gut, er bringt jetzt etwas, was ich bei vielen Islam-Apologeten sehe, Analogien, die aber dann irgendwie gar keine sind. Beispielsweise Christoph Kolumbus. Es gibt diese Person und jeder schreibt über ihn irgendwelche Sachen und ich kann jetzt nicht sagen, okay, die Christen beschreiben ihn so, die Muslime beschreiben ihn so, die Juden beschreiben ihn so. Also gibt es einen christlichen Christoph Kolumbus, es gibt einen muslimischen, es gibt einen jüdischen. Kann ich doch nicht sagen, macht doch keinen Sinn. Ein Mensch, Christopher Kolumbus, wird in vielen Büchern, Artikeln und Briefen beschrieben. Immer als Mensch. Und jemand, der viel auf Schiffen war. Nicht wie ein nebulöser Gott, der mal Geist, mal Sohn und dann wieder Papa ist. Oder was immer. Also es wird irgendwie immer skurriler, weil ja vorher die Rede war von Unterschieden, die aber eigentlich keine sind und man ja trotzdem glauben kann, was ja sonst unlogisch sei. Es gibt weit darüber hinaus viele, viele, viele bessere Argumente. Hier haben wir die altbekannte Behauptung. Schon wieder. Ohne Erfüllung. Schon wieder. Anstatt hier, weiß ich, Zeit zu vertrödeln mit solch Kindergartenreaktionen, warum macht er nicht mal was Sinnvolles und formuliert so ein Argument? Warum nicht? Mann, das ist doch das A und O. Das ist doch das Wichtige. Aber da versagt er. Naja, und auch die da mit dem Zimmer sitzen. Denn er ist ja noch nicht mal alleine. Aber da kommt bei keinem was Sinnvolles in den Sinn. Als ob alle Religionen ein einziges Argument hätten, einen einzigen Beweis hätten für die Gottesexistenz. Es ist nicht so, es gibt tausende Beweise. Ich kann das nicht mehr hören. Ja, Mensch, dann hör doch mal auf mit dem albernen Quatsch. Setz dich hin und liefere doch mal endlich Argumente und dann die dazugehörigen Belege. Seit tausenden von Jahren warten wir darauf und er sagt, es gibt sie, bringt sie aber nicht vor. Ja Mensch, was hindert dich denn daran? Die Nicht-Existenz von einer Sache kann man niemals beweisen. Deshalb können auch Atheisten niemals beweisen, dass es keinen Gott gibt. Da hat er recht, also das ist schon richtig, okay. Echt? Wenn jemand behauptet, es gäbe vor der Luke der ISS ein Erdbeerfeld, kann ich eindeutig belegen, dass dies nicht der Fall ist. Das heißt also, manche dieser negativen Behauptungen kann man sehr wohl belegen. Ich kann auch ganz eindeutig zeigen, dass die drei Gottheiten der Juden, Christen und Muslimen nicht existieren, nicht existieren können. Und das habe ich mehrfach demonstriert, weil es ja ganz einfach ist. Da erklären wir auch die islamische Sichtweise. Und zwar ist es so, dass wenn die Botschaft eines Propheten, eines Gesandten Gottes nicht einen Menschen erreicht hat, dann reicht es, wenn dieser Mensch nur an Gott glaubt, also nur an einen einzigen Schöpfer glaubt, dann wird er errettet. Also
Er stellt sich jetzt als Vertreter des Islam auf und erzählt Blödsinn. Er hat halt die übliche Indoktrination erhalten und plappert das jetzt artig nach, ohne Verstand und ohne tieferes Wissen. Ganz einfach, weil der Islam den Anhängern beibringt, was man denkt und nicht wie man denkt. Und nur kurz, weil ich das ja en Detail in meinen Islam-Streams vorstelle, kein Mensch, selbst Mohammed, kann sicher sein, ins Paradies zu kommen. Das sagt er ja selber in den entsprechenden Überlieferungen. Weil der Jesus und dann nochmal der Gott selber entscheiden, wer wohin kommt. Obwohl ja angeblich alles längst bekannt ist, ne? Allwissend und so. Das ist ein bisschen konfus. Ne? Naja, und unser Islam-Apologet, der vergaloppiert sich hier. Und mal ganz ehrlich, wer will denn in dieses Paradies? Nur Weintrauben und Jungfrauen bis in alle Ewigkeit, das kann doch nicht sein. Nur weil er gesagt hat, er glaubt an Gott, dass er nicht sehen kann. Ist es wirklich so absurd, an einen Gott zu glauben? Meiner Ansicht nach ist es das Gegenteil. Wenn ein Psychologe mir sagen würde, ich glaube, dass alles aus Zufall ist, erst dann würde ich an ihm, glaube ich, mein Vertrauen verlieren. Okay, also jetzt kommt die naive Gutgläubigkeit hervor. Alles ohne kritisches Denken zu akzeptieren. Gleichzeitig ist er jetzt so überheblich und arrogant, seinen eigenen Glauben, der ja aus blindem Glauben besteht, über rationales, logisches, vernunftbasiertes und reflektiertes Nachdenken zu stellen. Mann, er legt dem Peter Frahn auch Worte in den Mund, was in meinen Augen nun mal gar nicht geht. Hier war nie die Rede davon, dass man einen Gott sehen muss oder dass etwas durch Zufall passiert. Es ist das typische Runterbeten der Dawa-Lehrgänge, die solch absurde, das wird reingehämmert in Islam-Apologeten, in diesen ganzen Lehrgängen, weil sie ja nicht wirklich was zu bieten haben. Und deshalb solch absurde und lächerliche Scheinargumente bringen. Das ist echt traurig. Das ist schon zu weit. Er beleidigt hier Scientology, Islam, was hat er noch gesagt, Christentum oder so. Also schon respektlos. Sollte man nicht machen. Ich finde es nicht gut. Time to Refresh macht, was ja viele Islam-Apologeten machen. Er versucht Menschen, die den Islam nicht akzeptieren und dem kritisch gegenüberstehen, runterzuputzen. Verlangt aber selber Respekt. Wofür denn? Er versteht nichts, kann selber nichts beitragen, erzählt völligen Unsinn. Und das sollen wir respektieren? Nee, wohl kaum. Er versteht auch nicht, wie eine Beleidigung funktioniert. Ein Mensch muss sich beleidigt fühlen. Ein Islam kann sich aber nicht beleidigt fühlen. Und, fremdbeleidigt fühlen, das gibt es halt nicht. Er sagt jetzt, dass der Prophet, Friede und Segen sei auf ihn, seine Religion, also den Islam, mit Gewalt durchgesetzt haben soll. Stellt mal vor, der Prophet hat in seinem ganzen Leben nur 13 Stunden insgesamt, in seinem ganzen Leben hat er 13 Stunden war er im Krieg beteiligt, aktiv beteiligt. Naja, er kennt eben den Islam nicht, hat wohl auch nicht in den Texten gelesen und plappert nur den Quatsch nach, der ihm eingetrichtert wurde. Aber nur mal so, was sich bei Islam-Apologeten in Deutschland allerdings als sehr hilfreich erweist, ist das konsequente Weichspülen von Islam und Sunna. Texte werden so geändert, dass sie harmloser klingen. Es gibt auch keine stundenlangen Köpfungen der Quraysa mehr. Sondern da gibt es dann nur noch den Sieg. Da wird also nicht mehr drauf eingegangen. Laut den alten Texten des Islam hat Mohammed zig Kriege geführt. Mit endlos langen Schlachten, mit zigtausenden von Kriegern. Und hat sinnlos oft getötet, gemordet, gemeuchelt, zerstört. Er hat geklaut, er hat versklavt, er hat vergewaltigt, er hat alles Mögliche gemacht. Und das ist laut den Texten des Islam. Nur heute werden die sehr oft weichgespült von den entsprechenden, Autoritäten in Deutschland, damit eben Leute diese Texte gar nicht mehr zu Gesicht bekommen. Naja, aber da muss man sich überlegen. In den Texten mit zigtausenden von Kriegern und wie vielen Kriegen, wie kann da eine tatkräftige Unterstützung von nur 13 Stunden rauskommen? Wenn Mohammed da immer mitgemacht haben soll, das ist mir schleierhaft. Allerdings, im Grunde genommen, also ich finde es ja bezeichnend, dass man sich dann doch gezwungen sieht, die Gewalt und das Töten also über 13 Stunden zuzugeben, weil weniger wohl wirklich nicht geht, auch in den weichgespülten Texten. Aber ja,
Das ist halt bei vielen so, dass die dann sagen, das ist ein Idol und deswegen werde ich Moslem und bleibe auch Moslem. Aber hier ist mal so ein Beispiel, wie der Islam expandiert ist. Und jeder Mensch sollte sich fragen, wie ein Islam, der ja nur in Mekka und Medina existiert haben soll, plötzlich auf der ganzen arabischen Halbinsel herrschte. Wie Jerusalem von Muslimen eingenommen werden konnte, wenn sie sich nur verteidigt haben. Muslime sind über den ganzen Norden Afrikas hergefallen, bis hin nach Spanien und sogar bis Poitiers in Frankreich vorgedrungen, nach Persien, nach Indien, wobei Millionen von Menschen getötet wurden. Alles nur Verteidigungskriege? Naja, es wird aber jetzt generell etwas konfus. Ja, der Islam wurde über viele Jahrhunderte mit Gewalt verbreitet. Ja, dafür gibt es endlos viele Belege. Heute sind es Lügen und Drohungen, die Muslime bei der Stange halten. Und es gibt den Spruch, without lies, Islam lies. Und da ist viel dran. Und erst werden Menschen mit Falschaussagen heute, die werden mit Falschaussagen geködert. Da gibt es also dann plötzlich Wunder und Prophezeiungen und Wissenschaft im Koran, unglaublich eloquente Sprache des Koran und weiß ich was alles. Und was, sobald man es dann testet, alles nur erstunken und erlogen ist. Was ich ja seit Jahren demonstriere. Und dazu kommt dann diese strenge Kette an Ritualen, die vielen eher labilen und unsicheren Menschen Halt gibt. Ja, das gestehe ich denen zu. Aber schließlich kommt dann die Drohung, dass jeder, der den Islam verlässt oder verlassen will, getötet werden muss. Und Islamgelehrte geben zu, dass ohne diese Drohung der Islam wahrscheinlich schon viel länger vorher eingegangen wäre. Also, naja, die Vorstellung, dass der Islam sterben könnte, führt dann zu der Überlegung, dass die Angst vor einer Bestrafung für den Glaubensabfall, also die Apostasie, als Abschreckung gegen eine Konversion oder durch ein Verlassen droht, um diese Drohung dann dazu dient, dabei hilft, die Integrität der Religion und des Staates zu bewahren. Denn auch namhafte Islamgelehrte argumentieren, dass diese Angst für das Überleben islamischer Gemeinschaften entscheidend ist, da sie den Menschen davon abhält, ihren Glauben aufzugeben. Und da gibt es ja auch, ich weiß nicht, Dutzende, weiß ich wie viele Videos, sogar auf YouTube, die das zeigen. Genauso, dass fast ein Viertel der jungen Muslime mittlerweile den Islam verlassen. Da gibt es, weiß ich, wie viele Videos drüber, wo eben Islamgelehrte genau das lamentieren. Und wenn er herabwürdigt, wenn er verachtet unsere Glaubensvorstellungen. Was ist denn hier passiert? Naja, es geht um den Burak im Islam, den fliegenden Esel mit dem Frauengesicht und dem Frauenfedern hintern. Fälschlicherweise oft genannt das fliegende Pferd. Und da war im Ursprungs, der nur ein einziges Wort gesagt hat, Bullshit. Naja, fliegende Esel sind genau das, Bullshit. Also eine komplett verrückte Vorstellung, die kein normaler Mensch im 21. Jahrhundert glauben kann, sollte man meinen. Was der Apologet Time to Refresh einfach nicht kapiert, ist, dass man eine Idee kritisieren kann, darf und auch sollte, wenn sie einfach so dermaßen idiotisch ist. Wenn ich, im Koran, Tote durch Schläge mit einem Steak erwecken, oder sprechende Ameisen oder ein zweigeteilter Mond, das ist doch einfach zu weit hergeholt. So wie eben auch der fliegende Esel aus den Überlieferungen. Und der Apologet dazu, ich glaube an meinen Gott. Sie glauben ja auch an fliegende Tauben, an fliegende Vögel. Das ist eigentlich auch nicht normal. Wieso glauben Sie daran? Weil Sie schon Beispiele davon gesehen haben. Wieso kann es nicht sein, dass ein Pferd fliegt, wenn Gott es will? Hey, Mensch, der hat da nicht alle Enten auf dem Teich. Ehrlich, das ist doch keine Antwort. Soll man so ein Bullshit ernst nehmen und mit Behutsamkeit und Verständnis behandeln? Nein! Das muss man lächerlich machen. Man muss sich darüber lustig machen und sich mokieren. Das ist doch die einzig richtige Reaktion. Ich habe ja auch überlegt, als ich das Video gemacht habe, soll ich das mit Verständnis machen? Soll ich hier lieb und nett sein? Soll ich hier hart sein? Ich habe gesagt, nein, ich muss mich darüber lustig machen.
Ich muss mich mokieren darüber, weil das komischerweise am meisten hilft. Weil mein Ziel ist ja, Muslime darüber aufzuklären, dass das, was hier gezeigt wird, Blödsinn ist. Dass man sehr wohl leben kann im 21. Jahrhundert ohne diesen ganzen Bullshit. Ich meine, er macht sich lustig über die Idee, alles könnte durch Zufall entstanden sein. Was ja keiner behauptet. Aber fliegende Esel muss man ernst nehmen? Ach, come on. Also wer so einen Quatsch im 21. Jahrhundert noch von sich gibt, der muss doch damit rechnen, dass es auf die Schippe genommen wird, oder? Ist doch klar. In den letzten 15 Jahren habe ich 5-mal am Tag gebetet, 5-mal am Tag im Jahr, einen Monat lang gefastet und so weiter und die Gebote gefolgt, mich von Verboten ferngehalten. Das ist gar nicht so einfach. Alles, was man machen muss. Sagen wir mal, ich bin so programmiert und das hat so lange angehalten, 15 Jahre und es hält immer noch. Und das ist wirklich diese atheistische Arroganz, das erlebe ich sehr oft. Sie denken, dass wir kein Kenntnis haben, dass wir halt dümmer sind, ja, sozusagen, als sie und deshalb an Gott glauben. Und sie kommen so vor, als ob sie wirklich so alles durchschaut haben und so weiter. Das ist diese Arroganz, ich hasse diese Arroganz, wirklich. Ach du Dummerchen, durch Gehirnwäsche. Durch Indoktrination, durch Suggestion, durch Drohungen, durch Gewalt. Come on. Das Gehirn eines Menschen ist extrem einfach zu manipulieren. Und genau das ist bei ihm passiert. Rationales und logisches Denken sind eingeschränkt. Da habe ich ja Islamvirus, da habe ich ja vorhin gesagt. Und kritisches Denken wurde ganz abgeschaltet. Das ist ja offensichtlich. Und deswegen nenne ich es ja auch den Islamvirus. Der schützt sich selbst genau dadurch. Naja, und am Ende des Videos, dann weint er noch ein bisschen, weil er der Meinung ist, Götterglaube habe nichts mit Dummheit zu tun und Menschen ohne Götterglauben sind von sich überzeugt und dabei eingebildet. Nein, das sagt weder ein Peter Frahm, noch ich, noch sonst einer, den ich kenne. Es ist einfach nur Ignoranz basierend auf eingeschränkter Wahrnehmungsfähigkeit. Die fehlende Skepsis tut dann das Übrige. Das ist nicht Dummheit. Das ist einfach nur, dass manche Menschen an Gott glauben, und dann eben in diesen Kult eintreten, weil ihm irgendwelche Aspekte gefallen. Mehr ist das doch nicht. Oh Mann. Naja, gerade deshalb finde ich ja meine Beiträge mit dem Imam Fehmi so wichtig. Die zeigen, dass ein Muslim heute im 21. Jahrhundert auch ohne diesen ganzen Blödsinn in Europa heutzutage ein Muslim sein kann und in die Gesellschaft passt. Ich weiß, dass viele Islamkritiker das verneinen. Das weiß ich. Aber ich bin überzeugt davon. Ich bin davon überzeugt, dass es geht. Eben weil ich mit Muslimen im Mittleren Osten gelebt und gearbeitet habe. Ich habe sie erlebt. Und deswegen weiß ich, dass es da Hoffnung besteht, dass das möglich ist. Und ich hoffe, ich habe recht. Na gut. Also, alles in allem ein typischer Islam-Apologet, der ein typisches Video rausgebracht hat, der sehr oberflächlich agiert, wenig Wissen hat und nicht in der Lage ist, mal etwas kritisch zu betrachten, was er nicht versteht und auch nicht in der Lage ist, etwas Positives beizutragen. Tja, das war's dann. Bis zum nächsten Mal. Ich sage Tschüss, bis zum Ciao. Von Au.